Ich habe schon immer so gerne Stücke gespielt, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Von Debussy, Ravel, Liszt. Und mir war klar, ich möchte auf jeden Fall irgendein Album rund ums Wasser machen. Und das Meer hat mich in den letzten Jahren immer stärker angezogen und fasziniert. Und das Meer hat so viel Power, auch diese latente Gefahr, die immer vorhanden ist. Und das lässt sich musikalisch so unglaublich interessant ausdrücken. Das werden so reiche Stücke, weil einfach alle Emotionen und Gefühle und Naturspektakel da behandelt werden. Es ist unglaublich intensive und abwechslungsreiche Musik. Die Herausforderungen bei dem Programm war sicherlich der große Zyklus von Gustave Samaseu. Das ist ein unglaubliches Werk, das sich aber erst auch mit der Zeit entfaltet und sich einem eröffnet. Ich bin überrascht, dass man so einen gewaltigen und reichhaltigen Klavierzyklus noch dazu von einem Franzosen, also einem europäischen Komponisten, findet, und quasi noch nie etwas davon gehört hat, weder vom Komponisten noch von dem Werk. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen den Reiz aus. Man weiß fast nichts über Samaseu. Und dieses Erarbeiten, dieses langsame Entdecken eines Stückes, das macht mir unglaublich viel Spaß und ist auch eben eine Herausforderung. Ich glaube, es ist mir am Ende nicht so wichtig, ob die Stücke schon bekannt sind oder nicht. Das Wichtigste ist mir immer, egal was ich spiele, eine Geschichte zu erzählen. Bilder im Kopf zu erzeugen und Gefühle und Emotionen zu transportieren. Und
Wenn ich schon eine Geschichte erzähle, dann möchte ich schon gerne auch eine Geschichte erzählen, die noch nicht so oft erzählt wurde. Näher kommt man ja heute gar nicht mehr an die ursprüngliche Uraufführung. Und diese erste Reaktion, wirklich des ersten Hörens, das kann eine ganz magische Situation sein. Und das macht mir immer wieder große Freude, wenn ich wirklich neue Musik den Menschen präsentieren kann.